1933 fährt die 24-jährige Philosophielehrerin Simone Weil mit Aimé Patry, einem Freund aus der Gewerkschaftsbewegung, in den Urlaub. Als sie mit ihm allein am Strand sitzt, kann sie sich zum ersten Mal seit langem entspannen. Bisher gab es an jeder Schule, an der sie gelehrt hat, Probleme wegen ihres Engagements für Arbeiter. Die Lokalzeitungen schrieben über sie, Arbeiter verfassten Petitionen und Schulleiter baten sie, doch bitte einfach um eine Versetzung zu bitten, um das ganze Problem endlich los zu sein. Doch auch jetzt, am Strand in Spanien, könnten sie solche kleinlichen Probleme nicht weniger interessieren. Stattdessen nutzt sie einen Moment der Stille, um kurz nachzudenken, und sagt dann zu ihrem Begleiter: Es kann sein, dass wir eines Tages gefoltert werden. Wir müssen uns darauf vorbereiten. Wollen Sie mir Nadeln unter die Fingernägel treiben? Ich habe jetzt zum ersten Mal ein Buch gelesen von Simone Weil, Krieg und Gewalt. Und ich tue mich auf jeden Fall schon schwer, das einzuordnen, weil sie einfach ganz, ganz anders schreibt und denkt, als eigentlich alle TheoretikerInnen, die ich bisher in meinem Leben so gelesen habe. Also vor allem liegt es daran, dass sie eigentlich alle modernen Begriffe zur Beschreibung dieser Welt ablehnt, weil sie stattdessen, glaube ich, so ein bisschen hinaus will auf so eine Kontinuität der Gewalt und Grausamkeit in der Geschichte der Menschheit. Und ich glaube, dass ihr dadurch auf jeden Fall manchmal so ein bisschen die konkreten Unterschiede zwischen Phänomenen abhanden kommen. Aber ich finde diese Herangehensweise insgesamt total faszinierend und deswegen freue ich mich auch, nochmal mehr zu lesen und mir die anderen Bücher zu nehmen. Wobei ich jetzt auch schon gemerkt habe, dass so die ganzen mystischen Anteile des Denkens mir durchaus größere Schwierigkeiten bereiten. Ich bin also total gespannt, ob ich damit irgendwie umzugehen lerne, wenn das noch stärker auftaucht in den nächsten Büchern. Die Texte von Simone Weil werden bis heute verdeckt von einer Aura, die diese Figur umgibt. So schrieb Heinrich Böll über sie, er sei dieser Autorin nicht gewachsen. Intellektuell nicht, moralisch nicht, religiös nicht. Ingeborg Bachmann fragte sich, ob ihr Werk, ihre Legende überleben wird. Und Albert Camus meditierte in ihrem Zimmer, bevor er nach Stockholm reiste, um den Literaturnobelpreis entgegenzunehmen. Diese kleine Auswahl an bewundernden bis eingeschüchterten Stimmen über Simone Weil kann entweder abschrecken oder inspirieren. In meinem Fall tat es beides. Ich wollte mehr wissen über diese Frau, die begann als Gewerkschaftsaktivistin und endete als einsame Mystikerin, die in ihrer letzten Stunde mit Mitte 30 noch das Brot ausschlug, das ihr Leben gerettet hätte. Und das bloß, weil auch ihre Landsleute im von Nazi-Deutschland besetzten Frankreich hungern mussten. Was also tat ich? Ich besorgte mir alle Bücher über sie, die ich auftreiben konnte. Las Einführungen, Biografien, Zusammenfassungen und natürlich ihre eigenen Werke. Mit der Zeit bekam ich dann das Gefühl, dieser wirklich mystischen Figur der nahen Vergangenheit näher zu kommen. Bis sie mir schließlich wieder völlig entglitt. Doch der Reihe nach. Vermutlich haben die meisten von euch noch nie etwas von Simone Weil gehört oder höchstens mal am Rande ihren Namen wahrgenommen. Also, wer war Simone Weil? Was hat sie gedacht, gesagt und geschrieben? Und kann uns ihr Denken helfen, auch unsere Gegenwart zu verstehen? Genau das habe ich am Anfang gehofft. Doch die Antwort darauf war leider nicht so leicht, wie ich gehofft hatte. Als Simone Weil im August 1932 von ihrer Deutschlandreise nach Frankreich zurückkehrt, ist sie zutiefst enttäuscht von dem, was sie dort erlebte. Während sich für viele linke Intellektuelle in Deutschland eine revolutionäre Situation anbahnte, sah sie das nach eigener Begutachtung nicht mal ansatzweise. Dabei war sie voller Hoffnung nach Berlin gefahren. So schrieb sie noch, dass alle, die ihre Hoffnung auf einen Sieg der Arbeiterklasse gegründet haben, ihren Blick der Zeit nach Deutschland richten. Das klang nach ihrer Rückkehr schon völlig anders. In Deutschland habe ich den letzten Respekt vor der kommunistischen Partei verloren. Jede Duldsamkeit ihr gegenüber kommt einem Verbrechen gleich. Hatte Leo Trotzki etwa recht, als er sie ein Jahr später im Haus ihrer Eltern als Reaktionärin beschimpfte? Sah sie etwa keine Unterschiede zwischen Faschisten und Kommunisten? Merkte sie nicht, dass die einen Lager wollten, um Juden zu töten und die anderen, um Staatsfeinde einzubuchten? Gewissermaßen sind Weils Gedanken über Nazi-Deutschland charakteristisch für ihr Denken. Einerseits erkennt sie viel früher als andere die Gefahr, die von den Nationalsozialisten ausgeht. Sie warnt vor Hitler und etwaigen Bündnissen mit seiner Partei und zeigt klar auf, dass der Kampf, den die Nazis führen, ein bloßer Scheinkampf ist.
Sie zeigt, dass die abstrakten Begriffe, in denen man über Politik spricht, wenig Bedeutung tragen und für die meisten lediglich Schlagworte sind. Ob man dann lieber den Kommunismus oder den Faschismus hasst, ist eher persönliche Präferenz als politische Überzeugung. So seien die brutalsten Konflikte immer die gewesen, die kein eindeutiges Ziel hatten, was sich durch Entsprechen darstelle, das keinen Realitätsbezug hätte und somit zu einem totalen Sprechen würde. Wenn die Begriffe nichts Konkretes mehr benennen, dann können sie also alles meinen. Doch gleichzeitig verkennt sie an anderer Stelle auch die enorme Brutalität, die den Zielen der Nazis inhärent waren, denen der Kommunisten nicht. Das Schicksal der Juden scheint sie auch in den folgenden Jahren wenig zu interessieren, obwohl es zentral für den Nationalsozialismus war und ihr diese Erkenntnis als Jüdin förmlich aufgedrängt wurde. Denn nachdem Deutschland Frankreich besetzt hatte, wurde ein Gesetz erlassen, das Juden und Jüdinnen ein Lehrverbot erteilte. Hiervon wurde auch Weil getroffen, die zu diesem Zeitpunkt noch immer als Lehrerin tätig war. Sie tat sich jedoch schwer, diese Situation zu akzeptieren, sah sie sich doch überhaupt nicht als Jüdin. So schrieb sie schließlich einen Brief an das Vichy-Regime, in dem sie naiv versucht, klarzumachen, dass sie gar keine Jüdin sei und sich dieser Religion doch gar nicht verbunden fühle. Bezeichnet dieses Wort Jüdin eine Religion? Ich bin niemals in eine Synagoge eingetreten und habe niemals eine jüdische religiöse Zeremonie gesehen. Bezeichnet dieses Wort eine Rasse? Dann habe ich keinen Grund anzunehmen, dass ich irgendeine Verbindung zu dem Volk habe, das vor 2000 Jahren Palästina bewohnte. Die christliche, französische, griechische Tradition ist die meine. Die hebräische Tradition ist mir fremd. Kein Gesetzestext kann dies ändern. Eine solche monumentale Fehleinschätzung des Antisemitismus der Nazis ist nur erklärbar durch einen gewissen eigenen religiösen Antijudaismus, den sie immer wieder und so auch in diesem Brief zur Schau stellt. Genauso widersprüchlich wie ihr Verhältnis zu dem Leid, das die Nazis verursachten, war auch ihr Verhältnis zum Krieg ganz generell. In ihren frühen Jahren war sie starke Pazifistin. Das Wesen des Krieges charakterisierte sie als eine Entgrenzung der Gewalt, die den Menschen grundsätzlich verdingliche. Die Gewalt macht jeden, der sie erleidet, zum Ding. Wird sie bis zur letzten Konsequenz ausgeübt, macht sie den Menschen zum Ding im wortwörtlichen Sinne. Sie macht ihn zum Leichnam. Da war jemand und mit einem Mal ist da niemand. Das jedoch hielt sie nicht davon ab, sich selbst im Krieg zu engagieren, selbst wenn sie niemand dazu zwang. Vielmehr wollte sie sich umso mehr engagieren, wenn ihr niemand zutraute, irgendetwas Sinnvolles beitragen zu können. Dass die anderen damit vielleicht recht haben könnten, musste sie im Spanischen Bürgerkrieg feststellen. Sie meldete sich freiwillig und begab sich auf eigene Faust mitten in den Konflikt. Getarnt als Journalistin überquerte sie die Grenze und schloss sich einem Trupp von 20 Kämpfern an, die nach kurzer Zeit einstimmig beschlossen, der kaum 1,50 Meter großen und stark kurzsichtigen Weil kein Gewehr in die Hand zu geben. Doch ihr Aufenthalt dauerte sowieso nur kurz. An einem Abend tritt sie aus Versehen in einen Topf heißen Öls, das zur Rauchvermeidung in ein Loch im Boden gestellt und mit Blättern bedeckt wurde. Die schweren Verbrennungen werden sie noch ein Jahr lang begleiten, während der gesamte Aufenthalt in Spanien bloß 6 Wochen gedauert hat. Ihre Kameraden waren 1 Monat nach ihrer Abreise bereits hingerichtet. Auch in den nächsten Jahren wird es bei einer widersprüchlichen Mischung aus Pazifismus und militärischem Kampf bleiben. Doch ihre Gedanken zum Krieg werden klarer. Sie weiß, dass Gegengewalt notwendig sein kann, um noch Schlimmeres zu verhindern. Doch weiß sie auch, dass die Gewalt niemals nur den verändert, der sie erleiden muss. Das ist das Wesen der Gewalt. Ihre Macht, die Menschen zu Dingen zu machen, ist eine doppelte und vollzieht sich auf beiden Seiten. Sie versteinert auf unterschiedliche Weise, aber in gleichem Maße die Seelen der sie Erleidenden und die sie Ausübenden. Diese Sätze schreibt sie, als die Liste der deutschen Kriegsverbrechen bereits lang ist. Und so kann sie nur über die Gewalt sprechen, weil sie für Weil in erster Linie nicht bloß eine physische Kraft ist. Wichtiger als der Pistolenschuss ist der Weg, der zu diesem Schuss führte. Simone Weil beharrt darauf, dass es auf zwischenmenschlicher wie auch nationaler Ebene in erster Linie nicht auf die physische Stärke ankommt, die ein Land oder Mensch besitzt, sondern mindestens genauso sehr auf die psychische Verfassung einer Bevölkerung oder eines Gegners. Und diese hängt wiederum zusammen mit der Sprache, die man nutzt. Dabei geht es ihr aber nicht um Hate Speech oder Fake News. Vielmehr geht es ihr darum, zu zeigen, dass die mächtigsten Worte immer die sind, die nichts bedeuten. Sie sagt es sogar noch radikaler. Worte, die einen Inhalt und einen Sinn haben, sind nicht tödlich.
Wie jede Position in ihrem Werk vertritt sie auch diese mit einer fast schon unheimlichen Radikalität, die uns leicht von ihren Gedanken entfremden kann. Doch im Kern behielt sie recht. Es wurde in der Geschichte immer dann gefährlich, wenn die Menschen sprachen, ohne etwas zu sagen. Und die Menschen kämpfen mit den brutalsten Mitteln, wenn sie nicht wissen, wofür sie genau kämpfen. Wenn der eigene Kampf kein konkretes Ziel bedient, dann wird er eben total und erschöpft sich im Kampf selber. Diese von ihr aufgezeigte Gefahr ist universell. Sie bleibt. Wie das Unwissen jedes Einzelnen eine Waffe der Mächtigen war und ist, so ist die Waffe der Ohnmächtigen schon immer das bessere Wissen gewesen. Und so war Vale eben nicht nur Philosophielehrerin, sondern lehrte ehrenamtlich auch Abendkurse für Arbeiter. Das grundlegende Problem des Produktionssystems lag für sie aber nicht in der Teilung zwischen denen, die besitzen und denen, die nicht besitzen. Dafür kannte sie die Arbeitsbedingungen in der Sowjetunion gut genug. Stattdessen lag die Krux für sie in zwei anderen Trennungen zwischen Menschen. Einerseits waren die Menschen geteilt in diejenigen, die Befehle gaben und die, die sie Befehle annehmen mussten. Andererseits gab es die Arbeiter und die Intellektuellen. Die einzige Möglichkeit, diese Teilung zu überwinden, lag darin, den Arbeitern den Umgang mit der Sprache beizubringen. Nur indem die Menschen ihre eigene Situation zu analysieren und auszudrücken lernten, könnte man diese Situation ändern. Doch die junge Philosophin wusste auf der anderen Seite, dass es nicht bloß Aufgabe der Arbeiter sein konnte, an ihrer Bildung zu arbeiten. Genauso musste sie als Intellektuelle und besonders sie als motorisch seit jeher völlig Unbegabte auch die Seite der Arbeiter kennenlernen. Wie sollte sie verstehen, was die Unterdrückung bedeutet, wenn sie noch nie gespürt hat? Wie soll sie über das Elend der Menschen sprechen, wenn sie noch keinen Tag körperlicher Arbeit hinter sich hatte? So begann im Jahr 1934 für Simone Weil ein Experiment, auf das sie schon lange gewartet hat. Sie begann ihr Jahr in der Fabrik. Das ganze Vorhaben war dabei gar nicht so einfach. Schließlich war Weil nicht die einzige ungelernte Arbeiterin, die gerne einen Arbeitsplatz hätte. Im Gegensatz zu vielen anderen war sie jedoch auch eine absolute Grobmotorikerin und litt ständig unter heftigen Kopfschmerzen. Ein Platz bei der Elektrofirma Alstom erhielt sie schließlich nur, weil ein befreundeter Gewerkschafter ihr den Platz vermittelte. In den nächsten Monaten zeichnete sie nun in ihrem Fabriktagebuch alles auf, was sie erlebte. Ehrlich gesagt hält sich die Erkenntnis, die ihr diese Erfahrungen brachten, in Grenzen. Die Arbeit ist schwer, die vorgegebenen Stückzahlen unerreichbar, jegliches Denken muss während der Arbeit unterbunden werden, um den Lauf der Maschine nicht im Weg zu stehen. All das sind keine neuen Erkenntnisse und waren es auch damals nicht. Doch was wäre es auch für ein Vorhaben gewesen, wenn es sich danach einfach in Worte fassen ließe? Das wahre Ergebnis ihres Fabrikjahres sind nicht die Erkenntnisse, die sie im Fabriktagebuch in Briefen in Worte fassen konnte. Es ist das Fabriktagebuch selbst. Ich befinde mich in einem Zustand halber Verirrung, in dem ich mir vorkomme wie ein Opfer, ausgesucht für irgendwelche harten Schläge. Von 2.30 Uhr bis 3.55 Uhr 400 Stück erledigt. Von 3.55 Uhr bis 4.14 Uhr verlor ich Zeit durch den Monteur. Alles, was ich falsch gemacht habe, muss ich neu machen. Dann große Stücke, langsam und sehr hart durch die neue Einstellung an der Maschine. Ich gehe zum Vorarbeiter, Auseinandersetzung. Ich fange wieder an, ich schleife mir die Spitze des Daumens ab, da haben wir ihn, den harten Schlag. Ambulanz, um 6.15 Uhr sind 500 Stück fertig. Die unbearbeiteten Reflexionen bieten einen Einblick in eine Arbeitswelt, die uns heute auf den ersten Blick fremd vorkommt, von der wir jedoch gleichzeitig genau wissen, dass unser Wohlstand nur darauf basiert, dass es sie immer noch gibt und sie nur aus unserem Blickfeld geschafft wurde. Die Einträge sind zwar nicht im Nachhinein bearbeitet worden, enthalten aber spontane Reflexionen. Die völlige Unwissenheit über das, was man zu bearbeiten hat, ist außerordentlich demoralisierend. Man hat nicht das Gefühl, dass ein Produkt das Ergebnis der Mühe ist, die man drauf verwendet. An einem anderen Tag? In allen anderen Formen der Sklaverei liegt die Sklaverei in den Umständen. Nur hier wird sie in die Arbeit selbst getragen. Die Arbeit selbst zehrt sie aus. Die Wochenenden verbringt sie vor allem mit starken Kopfschmerzen. Nach etwas mehr als einem Monat der Arbeit lässt sie sich aufgrund einer Ohrenentzündung für den gleichen Zeitraum krankschreiben und fährt mit ihren Eltern zur Erholung in die Schweiz. Nach der Rückkehr wird sie nach einem weiteren Monat entlassen. Auf einen Monat der Arbeitslosigkeit folgen dann noch 2,5 Monate bei Renault als Fräserin. Dann folgen Ferien in Spanien und Portugal. Auch wenn sich neue Erkenntnisse durch die Erfahrungen Grenzen hielt, bestätigte sie doch, was Weil auch schon vorher wusste. Die marxistische Kritik greift nicht weit genug.
Es sind zwei Momente, die Weil bei Marx problematisch findet und die auch erklären, warum die Sowjetunion kein Paradies für Arbeiter geworden ist. Der Arbeiter ist für Weil ein besonderes Phänomen, nicht weil er im Zentrum der Produktion der Güter steht, die eine Gesellschaft am Leben erhält. Vielmehr ist er es, weil diese Position ihn zu dem schwächsten und stärksten Mitglied einer jeden Gesellschaft macht. Am stärksten ist er, weil er es ist, der die Gesellschaft am Leben erhält. Ohne die Arbeit der Menschen in den Fabriken müsste sich ein jeder um sein eigenes Wohl kümmern. Am schwächsten ist er aber, weil er abhängig ist von der Gunst derjenigen, die über seine Arbeit bestimmen, die Fabrikbesitzer. Darum befindet sich der Arbeiter in einer besonderen Lage oder, wie Weil es nennt, er leidet sein mysteriöses Unglück. Teil dieses Unglücks ist auch die Unmöglichkeit, sich heraufzuarbeiten. Schafft es ein Arbeiter, zum Fabrikbesitzer zu werden, so ist er kein Arbeiter mehr. Das Unglück ist also nicht nur mysteriös, sondern auch endlos. Und so ist die Existenz des Arbeiters, eines jeden Sinnes beraubt. Ingeborg Bachmann schrieb dazu: Es gibt also viele Formen des Freiseins, traurige und würdige, aber nur eine Form der Sklaverei. Das Oszillieren zwischen Mahlzeiten und Arbeit und Ausruhen und Wiederarbeit, dieses Essen, um arbeiten zu können und arbeiten, um essen zu können, das Fehlen eines Ziels, einer Finalität, ist das Kennzeichen der nackten Existenz. Dieses Leben ist kein Leben, es ist bloßes Existieren. Also muss sich etwas verändern, und zwar grundlegend. Wie wäre es zum Beispiel mit einer Revolution? Aber nein, auch das hilft nicht, wenn es nach Simon geht. Diese Lügen führen zum Missbrauch der besten Kräfte der Arbeiter. Sie versprechen ihnen ein Paradies, das unmöglich ist. Marx sagte, dass die Religion Opium fürs Volk sei. Nein, die Revolution ist Opium fürs Volk. Die revolutionären Hoffnungen sind stimulierend. Alle finalen Systeme sind grundfalsch. Bei Marx entdeckt Simone Weil ein Problem, das die grundlegende Philosophie für sie grundfalsch macht. Marx dachte, Hegel vom Kopf auf die Füße gestellt zu haben. Und Weil stimmt zu, dass er das getan habe. Doch damit einhergehend habe er ein mythisches Moment in die hegelsche Geschichtsphilosophie gesponnen, das für einen Wissenschaftler wie Marx eigentlich undenkbar sein sollte. Während Hegel darauf beharrte, dass es einen Weltgeist gibt, musste Marx einen Moment finden, das nicht im Raum des Geistes, sondern in der materiellen Welt gründet, aber die Geschichte vorantreibt. Dieses Moment schien er auch gefunden zu haben, in der Produktivkraftentwicklung. Die fortschreitende Fähigkeit des Menschen, alles, was er braucht, immer einfacher zu produzieren, soll die Geschichte vorantreiben. Doch es gibt ein Problem mit dieser Erzählung. Die Fähigkeit, sich endlos selbst zu verbessern und verbessern zu wollen, ist eine, die nur der Geist besitzen kann, niemals die leblose Materie. Es gibt keinen Grund anzunehmen, dass diese Bewegung sich endlos vollziehen sollte, bis wir den Kommunismus erreicht haben. Vielmehr war schon weltklar, dass die materielle Welt von Grund aus endlich ist und unsere Produktion nicht für immer wachsen kann. Darum lehnt sie das philosophische Fundament bei Marx eindeutig ab, auch wenn sie seine konkreten Untersuchungen des Kapitalismus sehr schätzt. Bloß ist ohne dieses Fundament auch nicht sofort einleuchtend, warum denn alles in einer großen Revolution enden muss. Vielmehr plädiert Weil nämlich nun dafür, doch mit Reformen den Menschen direkt zu helfen. Denn für den Arbeiter sei es besser, wenn er im kapitalistischen System mit anderen in Teamarbeit schuften könne, als wenn er im Kommunismus bloß den Maschinen zuarbeite. So schafft sie es, Marx den hart erkämpften Boden unter den Füßen wegzureißen. Leider macht ihr Fokus auf die Fabrikarbeiter. Es ist ihr unmöglich zu verstehen, warum die Probleme, die uns die kapitalistische Wirtschaftsweise bringen, nicht erst in der Fabrik beginnen und auch nicht in der Fabrik aufhören. Dabei wäre es gerade zu ihrer Zeit ein leichtes gewesen, die schlimmsten Exzesse zu erkennen, die durch den Kapitalismus, wenn nicht verursacht, so doch zumindest erst ermöglicht wurden. Denn der Nationalsozialismus wäre ohne Kapitalismus undenkbar gewesen. Der politische Theoretiker Athanasios Moulakis brachte es einmal auf den Punkt, als er sagte: Das Unglück des Jahrhunderts ist nicht die Fabrik, sondern die Gaskammer. Und während die Sowjetunion zwar auch Fabriken hatte, hatte sie keine Gaskammer. Und wer weiß, ob es sie ohne die Sowjetunion nicht noch heute gäbe. Viele Theoretiker, die sich mit dem Werk von Weil auseinandergesetzt haben, haben darauf hingewiesen, dass sie ihre eigene jüdische Herkunft nie ganz akzeptieren konnte und darum auch das Leid der Juden für sie nicht in dem Maße erkennbar war, wie sie anderes Leid mitempfunden hat. Doch das ist nicht das einzige Hindernis, das ihrem politischen Denken im Weg stand. Gewissermaßen war ihr Fabrikjahr von Anfang an zum Scheitern verurteilt.
entstand es doch vorrangig nicht aus Erkenntnisinteresse, sondern aus dem Wunsch, mit den Arbeitern zu leiden. Wenn wir verstehen, warum sie überhaupt ein solches Bedürfnis danach hatte, die Last der Schwächsten der Gesellschaft auf sich zu nehmen und warum sie dafür die Arbeiter auserkoren hat, können wir ihrem Denken näher kommen. Zuerst die Arbeiter. Mit ihnen konnte man sich noch recht leicht identifizieren. So ging es den französischen Arbeitern zwar offensichtlich nicht prächtig, aber es ging ihnen gut genug, um gegen diese Bedingungen noch aufbegehren zu können. So lief die junge Simone Weil mit 10 Jahren angeblich schon allein bei ihrer ersten Gewerkschaftsdemo mit. In ihrem frühen Denken beschreibt sie dann die neue Art von Unterdrückung, die die Arbeiter zu erleiden haben, genauer. Das System der modernen Industriebürokratie zeigt sich dabei vor allem in einer Arbeitsteilung, die bei den meisten Arbeitern ein engagiertes Denken nicht fordert, sondern verunmöglicht. Er wird von den Unternehmern dazu gezwungen, das Tempo, das die Maschinen vorgeben, einzuhalten. Und das lässt sich eben am besten tun, wenn man dabei nicht nachdenkt. Durch ihre Zeit in der Fabrik verändert sich dann vor allem der Begriff, den sie für diese Beziehung benutzt. Sie erkennt in der Fabrikarbeit vorrangig keine Ausbeutung oder Unterdrückung, sondern vor allem Erniedrigung. Diese Erniedrigung war für jeden, der seine Aufmerksamkeit auf die Lage der Arbeiter richtete, offensichtlich. Doch warum reichte es ihr nicht, als Lehrerin Partei für die Arbeiter zu ergreifen? Warum musste sie stattdessen diese Erniedrigung selbst erleben? Simone Weil lehnte ihr Leben lang alle möglichen Privilegien ab. Als sie mit 6 Jahren hörte, dass die Soldaten an der Front des Ersten Weltkrieges keinen Zucker mehr bekamen, hörte auch sie auf, Zucker zu essen. Als Erwachsene bemerkte sie, dass Arbeitslose sich vermutlich nicht einmal leisten konnten, ihre Wohnung zu heizen. Also hörte auch sie auf, ihr Zimmer zu heizen. Mit dieser Eigenschaft von Weil konnten nicht alle gut umgehen. Simone de Beauvoir beschreibt ihr erstes Treffen mit Weil in ihren Memoiren so. Eines Tages gelang es mir, ihre Bekanntschaft zu machen. Ich weiß nicht, wie wir damals ins Gespräch gekommen sind. Sie erklärte in schneidendem Tone, dass eine einzige Sache heute auf Erden zähle. Eine Revolution, die allen Menschen zu essen geben würde. In nicht weniger peremptorischer Weise wendete ich dagegen ein, das Problem bestehe nicht darin, die Menschen glücklich zu machen, sondern für ihre Existenz einen Sinn zu finden. Sie blickte mich fest an. Man sieht, dass sie noch niemals Hunger gelitten haben, sagte sie. Damit war unsere Beziehung auch schon wieder zu Ende. Deutlich wird hier vor allem, dass Weil erkannte, dass der Mensch zuerst keine Anerkennung für seine Leistung oder einen Sinn für seine Tätigkeiten will, sondern sich erst einmal am Leben erhalten möchte. Er braucht dafür wenigstens Wasser und Nahrung, woraus für sie auch eine Pflicht des Menschen entspringt. Es ist also eine ewige Pflicht dem Menschen gegenüber, ihn nicht Hunger leiden zu lassen, wenn man Gelegenheit hat, ihn zu speisen. Es ist für sie kein Menschenrecht, sondern eine Pflicht, die jedem Menschen auferlegt wurde. Eine ewige Pflicht, die aus dem Menschsein des Gegenüber folgt und darum gilt, solange es Menschen gibt. Doch um dieser Pflicht überhaupt nachkommen zu können, muss man seine Aufmerksamkeit auf die Schwachen und Hungrigen richten. Das Moment der Aufmerksamkeit war dabei immer prägend für die Philosophin. Denn diese Aufmerksamkeit ist nichts Nebensächliches. Zu ihr gehört, dass man wahrnimmt, was jemand in seinem Leiden wirklich durchmacht. Dass man die sozialen Bedingungen, die das Leiden hervorbringen, versteht. Den Protest gegen diese Bedingungen versteht und, das Wichtigste, sich selbst aus der Gleichung herausnimmt. Diese Form der Aufmerksamkeit wird nicht durch den eigenen Willen gelenkt. Man darf sich also nicht anstrengen und möglichst aktiv diese Aufmerksamkeit produzieren. Es handelt sich vielmehr um eine negative Anstrengung, die daraus besteht, dass man die eigenen Wünsche loslässt. Erst so könne der Geist empfänglich werden für das Leiden des Gegenüber. In der Aufmerksamkeit verzichte man also auf das eigene Ich, um die Welt und vor allem das Leiden in dieser Welt vollkommen ohne Einschränkung erkennen zu können. Simone Weils Haltung ist hier also eine spirituelle Selbstentäußerung, die aber nicht als Flucht aus dieser Welt zu verstehen ist, sondern als Weg in sie hinein. Unser Ich steht der Erfahrung der Welt in dieser Perspektive eigentlich bloß im Weg. 1938 wird Weil weiterhin von Kopfschmerzen geplagt. Es fällt ihr immer schwerer, ihren Alltag als Lehrerin noch zu bewältigen und so wird sie schließlich wegen ihrer Krankheit freigestellt. Zur Erholung unternimmt sie eine lange Italienreise, während derer sie sich vor allem auf eines konzentriert: sakrale Musik. Mancher besucht sie während ihres Aufenthalts bis zu 3 Messen am Tag, denn während sie den Gesängen des Chores und der Orgelmusik lauscht, treten die Kopfschmerzen zum ersten Mal in den Hintergrund. Ich hatte starke Kopfschmerzen. Jeder Ton war wie ein Schlag.
Ein extremes Bemühen, aufmerksam zu bleiben, erlaubt es mir, diesen leidenden Leib hinter mir zu lassen, ihn allein zu lassen, gefangen in seinem Sarg und in der Schönheit der Gesänge und deren Worte reine Freude zu erfahren. Diese Erfahrung erlaubte mir, gleich einer Analogie, ein besseres Verständnis der Möglichkeit, die göttliche Liebe auf dem Wege des Leids lieben zu lernen. Unmittelbar einher damit ging, dass der Gedanke der Passion Christi ein für allemal in mir Aufnahme fand. Dieses Erlebnis war nicht ihr erster positiver Kontakt zur christlichen Religion. Bereits nach ihrem Fabrikjahr erlebte sie in einem alten Fischerdorf eine Prozession, die sie dem Christentum näher brachte. Ein Jahr zuvor, in einer Kirche in Assisi, hatte sie dann ein Erweckungserlebnis, als sie, ganz allein in einer alten Kirche, das Gefühl hatte, von irgendetwas zum Niederknien gezwungen zu werden. Wenige Monate nach ihrer Italienreise erlebt sie sich dann beim Aufsagen eines christlichen Gedichtes selbst als Jesus Christus. Diese Erfahrung sei dabei weder durch ihre Sinne noch ihre Fantasie getrübt worden. Stattdessen hätte sie durch ihr Leiden hindurch eine reine Liebe gespürt. An ihrem Leben ändert diese Erfahrung nur wenig. Sie lebte schon vorher für andere. Ihre eigenen Bedürfnisse galten für sie nichts. Sie lebte also schon vorher so, als sei sie die Retterin der Menschheit und wenn nicht der Menschheit, dann doch wenigstens aller Menschen, die sie irgendwie brauchen konnten. Diese sinnliche Erfahrung hinkte also fast schon der Realität hinterher. Sie war aber eben keine Abkehr von der Welt, sondern ein Resultat ihrer aufmerksamen Hinwendung zu ihr. So scheint es mir zumindest zu sein, denn ganz so leicht fällt es mir nicht, ihre religiöse Seite zu verstehen. Ehrlich gesagt, bin ich völlig daran gescheitert. Ich habe jetzt das letzte Buch von Simone Weil gelesen, das ich auftreiben konnte, nämlich Schwerkraft und Gnade. Und ich muss sagen, ich weiß irgendwie überhaupt nichts damit anzufangen. Ich bin wirklich total verwirrt von diesen Notizen, die so ohne Kontext beieinander stehen. Und ich habe auch versucht, das Nachwort noch zu lesen. Das habe ich auch geschafft und das war eigentlich ganz aufschlussreich. Aber ich hatte trotzdem das Gefühl, dass es relativ unverknüpft neben dem steht, was ich eigentlich da gelesen habe. Und ja, es sind einfach vor allem diese christlichen Anteile ihres Denkens, die mythischen Anteile ihres Lebens, mit denen ich einfach nichts anfangen kann, weil sie mir und meinem Leben so, so fern sind und sie natürlich auch nicht einfach in Worte fassen kann, sonst wären es ja nicht so besondere Erlebnisse gewesen. Auf jeden Fall stehe ich jetzt irgendwie so ein bisschen vor dem Ende meiner Lektüre von Simone Weil. Es gibt nichts mehr, was ich finden konnte, was man über sie lesen kann oder von ihr. Und ich habe das Gefühl, ich bin einfach immer verwirrter geworden, weil ich immer weniger es geschafft habe, diese mystischen Teile zu verstehen. Und ich weiß überhaupt nicht, wie ich jetzt weitermachen kann und wie ich mit ihrem Denken weiterarbeiten kann, weil ich einerseits nicht darüber sprechen kann, über diese christlichen Anteile, weil sie mir so fremd sind und ich sie nicht verstehe, aber ich sie andererseits auch nicht unter den Teppich kehren kann, weil sie ja so wichtig waren für ihr Denken und Leben. Und ich weiß wirklich langsam nichts mehr hiermit anzufangen. An diesem Punkt stehe ich noch immer. Und ich glaube, es lässt sich auch keine kohärente Geschichte daraus machen. Der Kern ihres Lebens und der Kern ihres Denkens scheint mir daran zu liegen, das moderne Ich, das ich gegen diese Welt behaupten möchte, abzulegen. Während also alle Welt versucht, seine Machtsphäre zu vergrößern, seine Followerzahlen zu erhöhen und sich möglichst gut über Wasser zu halten, wollte sie sich dem nicht hingeben. Und trotzdem ging es ihr nie darum, sich aus dieser Welt zu entfernen. Vielmehr wollte sie der Welt näher kommen, indem sie diesen modernen Subjektstatus ablehnt. Doch wie ernst kann man diesen Versuch nehmen, wenn er daran endet, sich als Reinkarnation von Jesus Christus zu erfahren? Wobei, dort endet es ja gar nicht. Es endet in London, in einem Krankenhaus. Mit 34 Jahren geht es ihr dort so schlecht wie nie. Nach einem Zusammenbruch wird im Krankenhaus eine Tuberkulose festgestellt. Die Ärzte stellen ihr jedoch gute Heilungschancen in Aussicht. 4 Monate später geht es ihr jedoch noch immer nicht besser. Sie weigert sich, größere Portionen zu essen, da die Soldaten an der Front ja auch nicht mehr bekämen. Sie wird schließlich in ein Sanatorium verlegt, in dem sie nach knapp 2 Wochen stirbt. Als Todesursache wird ein Herzversagen als Folge von Verhungern festgestellt. Der Arzt fügt noch hinzu, dass Weil sich aufgrund ihrer psychischen Verfassung weigerte zu essen.
Die Selbstaufgabe fand so ihr Ende in einem dramatischen letzten Akt, der ihr Leben zu einem Mythos machte. Doch ist dieses Leben nicht nur anmutig und es ist auch nicht nur tragisch. Es ist auch komisch. Denn natürlich muss der Versuch, als Einzelne die Welt zu retten, scheitern. Aber ist es nicht das, was die christliche Geschichte, genau wie die von Simone Weil, uns versucht zu sagen? Dass das Leben eigentlich zu groß für uns Menschen ist? Vielleicht ist genau das die Moral, die sie uns letztlich hinterlässt. Dass wir Mut haben sollten, in einer riesigen Tragikomödie am Leben zu scheitern. Denn eine andere Wahl haben wir nicht.